Hallihallo, hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur neuesten Folge von The Legend of Tarnt. Wir schauen uns noch ein bisschen hier um und wollten mit diesem Typ hier reden. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Ja. Wir haben einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Naja. Spielen wir erstmal Quint, mein Lieber. Erstmal der obligatorische eine... Ich habe Lust auf eine Partie Quint. Ja. Erstmal die Vorsicht genießen. Nicht, dass wir gleich wieder 10 verlieren. Und dann schauen, wie stark er ist. Und dann können wir gegen ihn mehr setzen. So, wie viel... Oh, diesmal haben wir ziemlich viele sogar. Das lohnt sich ehrlich gesagt sogar. Deswegen würde ich die sogar lassen. Die 2. Und den extrem dichten Nebel wegschmeißen. Und der ist... Nahkämpfer haben wir wahrscheinlich gerade nicht so viele. Ist okay, denke ich. Müssen wir aber einen zweiten wählen, oder? Komm hier, weg mit dir. So, Rundenbeginn. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir probieren mal... die Schwerter erstmal aus. Why not? Zack. Gleich mal Schwerter hier zur Anpassung. Dass wir den jetzt öfters ziehen, finde ich so geil. Zack, hier noch einmal. Bam. Gleich mal 16. Combo Attack. Was hat der gute Gegner dafür? Ein Katapult, wo auf 13 gerade mal ist. Okay, jetzt setzen wir mal hier noch was hin. Bam, jetzt mein Gegner im Zug. 6, 19, ja. Jetzt haben wir sehr viele Katapulte. Dann benutzen wir gleich mal das erste. So. Das ist doch eine schöne Armee. So gleichmäßig verteilt. So, wir sind auf 27. Ja, ich brauche da nicht viel mehr Stärke. Zack. Mal sehen, wie weit er gehen will. Komm, wir spielen schon mal den da. Bam! Dann ist er immer noch schwach eigentlich. Ja, aber egal. Der wird jetzt immer stärker. Mit jeder Einheit, die wir ausspielen. Da plus 3. Das wäre jetzt eine 4er Einheit. Was immer noch nicht wirklich stark ist. Aber jetzt ist er eine 5er Einheit. Oh ja, Mann. Wie wirst du dagegen ankommen? Er gibt uns Stärke dazu, hat aber jetzt 4 Handkarten. Jetzt ist die Frage, sollten wir das nicht so beenden? Wir beenden so und hoffen, dass er aber nicht genug Karten hat, um uns da zwischen reinzufunken. 52, oh Gott. 44, 46, ja. Und zack. Er hat keine Handkarten mehr und wir haben die Runde gewonnen. Eindeutig, sehr gut. Wir ziehen eine Karte, weil wir gewonnen haben. Ja. Was soll er jetzt dagegen machen? Ehrlich. Gepasst hat er schon, ja. Wir sind bei 6 und ja. So, ein schlechter Gegner. Gewonnen, 6-0. Wann kriegen wir das mal hin, hä? Ja, danke. Dann machen wir gleich noch eine Runde. Willst du einen Blick auf unsere... Weißt du, was ich will? Ich will nochmal dir beim Verlieren zugucken. Nein! Ich habe Lust auf... Können wir das nochmal abbrechen? Was? Es wird als Niederlage. Okay, dann eben... Dann hat er nochmal... Dann... werde ich ihm keine 10 verdienen. Ach, egal. Weißt du was? Die sind eigentlich immer schlecht. So, haben wir zweimal Regen, sehr viele Schwerter und ganz wenig vom Rest. Und jetzt schauen wir erstmal hier unsere Sachen an. Der wäre Belagerung, okay. Der wäre Fernkampf. Dann würde ich sagen, wir gehen mal nach vorne einfach nur und schauen an, was er aufzuweisen hat. Ja, hey. Schau mal, wir haben dieselbe Karte. Zack. Na, bin überrascht. Da haben wir Copycat gemacht.
Ja, soll er ruhig Katapult und alles setzen. Wir bleiben bei unserer Taktik erstmal nur hier vorne. Und dann die anderen zwei Bereiche können wir. Ja, er gibt uns ein Spiel und finde ich nett. Er hat Karten gezogen. Wow. Den will ich nicht ausspielen. So, ich würde sagen, wir können uns hier reinwagen. Und dann, wir haben hier Karte Belagerungskarten da unten, können wir auf jeden Fall annullieren. Da hat er nämlich noch mehr Stärke drin jetzt. Oh ja, da freue ich mich schon richtig. So, ich glaube, nächste Runde werde ich dann die Belagerungskarten aussetzen lassen. Also richtig schwächen. Damit ich nichts anderes spielen muss. Aller Fernkampf, nee. Das hier. Strömender Regen, setze stärker alle Belagerungskarten. Beide Spieler auf 1. Zack. Oh, ist er nur noch bei 13. Der Gegner passt. Ja, dann passt er auch. Zack. Hallo? Du hast die Runde gewonnen. Ah, ist das nicht schön. Ein bisschen gewinnt. Ja, wir haben noch eine Karte gezogen. Bin am Zug. Zack. Jetzt erstmal hier schön. Okay, er hat noch mehr Belagerung. Okay, die Runde verlieren wir, glaube ich. Nahkämpfer können wir auf 1 setzen. Fernkampf. Ah, fuck. Wir setzen mal die Nebeldinger ein, alles. Damit wir die loswerden. Damit wir sehen, was der Gegner noch alles an Stärke aufbietet. Und dann schauen wir erstmal. So. Bam, alles auf 1. Nur hinten nicht. 16 hat er und nur noch 3 Karten. Ich würde sagen, wir passen einfach. Ja. Ich weiß, der Gegner hat gewonnen. Oh Gott, er hat noch eine Karte gezogen. Es könnte wirklich gut sein, dass er gewinnt. Weil ich hatte Scheiße gezogen. Oh mein Gott, wir können verlieren. Okay, er hat aber auch so Wetterkarten und wir haben auch unsere Heldenfähigkeit. So wie er. Ja, dann würde ich sagen. Nutzen wir. Bam. Schon sind wir bei 10, hat noch eine. Oh, WTF, okay. Das ist die letzte Karte gewesen, Sonnenschein. Und wir haben gewonnen. Zack. Wow, der Gegner hat auch eine richtig miese Hand. Okay. Spielen wir bitte Quint? Ja, das letzte Mal, ich schwöre. Können wir nicht? Daneben so, doppelt oder nichts. Ich habe Lust auf eine Partie. Also, Triple. So, das müssen wir jetzt auch auf jeden Fall gewinnen. Weil das sind, das ist wirklich das Letzte an Geld, was wir quasi haben und setzen können. Das ist unglaublich. Ja, ich. Wieso habe ich den. Wow. Das ist mal eine krasse Hand. Vor allem mit den beiden wieder. Das ist immer schön. Die setze ich immer gerne am Anfang hin. Und wenn er was Böses plant, einfach Sonnenschein. Edler Sonnenschein, der hilft uns. Das ist vor allem eine Hand nur aus Kreaturen, also nur aus Einheiten. Das ist cool. Haben wir selten. So, jetzt ist er bei 11, wir bei 16. Das heißt, wir legen einmal eine schwache Einheit hin. Wir fangen mit den Schwächsten mal an. Entweder geben wir dem sogar irgendwann mal irgendwas und schauen, was er so macht. Komm hier. Braucht keine Handkarten mehr. So, wir haben unter anderem den Regen bekommen. Da ihm, ich glaube, wäre das der Schnee. Das war Nebel, oder? Das ist dann wohl Fernkampf. Okay. Wir bleiben dann erstmal hier einfach. Seht ihr, solange wir mit jeder Karte immer noch vorne sind, das ist okay. Wir können seine Fernkämpfer auf. Oh, haben wir da auch nochmal die Fernkämpfer auf 1, gell? Dann setzen wir Belagerung. Okay, wir machen die dann auch auf 1. Aber der hat im Moment doppelt so viel dort. Der Gegner passt.
Ja, okay, wenn er passt, passe ich auch. Bam! So läuft's. Wir haben noch eine Karte gezogen. Ja, diesmal sind wir auf Fernkampf ausgelegt. Und wir haben tatsächlich mit dem gezogen. Das habe ich so selten hinbekommen, ist ja. Da kriegt er den gleich. Ja, das weiß ich. Der ist mächtig. Aber er hat den Spion und der kommt dann zu mir. The fuck? Lolz, das ist hart. Der Spion des Gegners, der auf seiner Seite war, kommt aber zum Gegner zurück. Ja, soll er ruhig machen. Wir sind immer noch auf 9. Da, bam. Sind wir bei 10. Na, mach was dagegen. Japan. Boah, spielt er extra so schlechte Karten aus? Hier. Du hast sowas von verloren wegen dem Zug, den du gemacht hast mit ihm. Da hat er eine Einserkarte hingelegt, habe ihn hier beeindruckt. Sollen wir die aber hinlegen? Ach, hat er ja auch schon. Ja, komm, die ist sowieso gerade so schlecht. So, das können wir. Machen wir das so. Bam. Wow. Er hat sich selbst geblockt. Mit seinen eigenen Karten. Das ist unglaublich. Das ist aber. Oh, fuck. Er hat das gespielt, obwohl er. Ist unglaublich. Komm hier, wir machen noch die andere Karte. So. Ich habe die Runde gewonnen. Ja, 46 zu 22 und 31 zu. Ja, hätte man lieber da weitergemacht. Wir haben 12 Du Kronen kommst erhalten. mir bekannt vor. Willst du Und einen Blick Kohle. auf unsere Waren Danke. werfen? Ja, diesmal auf jeden Fall. Ich muss Zeig zugeben. mir, was du hast. Genau. So, wir haben gesagt, wir verkaufen das alles. 12 gerade mal, weißt du? Tatsächlich nichts wert hier. 9, obwohl das so ein geiler Gegenstand ist. Und da auch. Eine Armbrust, ja, die will ich besonders behalten. Das ist die einzige, die wir haben. Was sind das alles? So Runensteine. Die sollen wir vielleicht auch irgendwann mal. Ich weiß nicht. So, hier sind wichtige Gegenstände. Ja, das würde ich auch nicht verkaufen wollen hier überhaupt. Aber warte, wir wollten schauen, was ist. Hier, Quintkarten hat er. Finte, die will ich nicht. Die ist selten scheinbar. Kostet auch 20. Kaiserin Hilfgard. Stärke 1, Stärke nur 2. Enge Bindung. Liegt die Karte in meine Karte mit diesem Namen und Stärke? Ja. Wir kaufen die trotzdem. Weil wir die noch nicht haben. Kaufverhältnis Nahkampf 4. Liegt die Karte in meine Karte mit demselben Namen? Ah, das könnte hilfreich sein. Stärke 1, Karten 4, aber haben wir noch nicht. Blaue Streifen. Nicht genug Geld. Kostet 50. Was müssen wir verkaufen, um 50 Gold zu bekommen? Grundstein wird im Freifall als Schmerz, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Zeichenintensität wird erhöht, Chancen auf Verbrennen. Das verkaufe ich. Alle 4, okay. Wir brauchen das Geld. Für die blauen Streifen, weil die sind mächtig. Und eigentlich hätte ich gerne. Was, keine Ahnung. Kostet 57. Willst du mich verarschen? Ist ein bisschen sehr teuer, meinst du nicht? Brot kostet 57. Das ist. Eine Backkartoffel ist das, steht da, aber sieht aus wie Brot. Da kaufen wir 21, oh Gott. Alter, was sind das für gesalzene Preise? Das kaufen wir auch noch. Weil das war günstig irgendwie. Hier gibt es wirklich teure Dinge. Oh, warte. Adelbert Kermits dritte Karte. Hexerausrüstung finden. Finde ich gut. Deswegen haben wir die jetzt ange. Danke fürs Handeln. Leb wohl. Auf Wiedersehen. Das hat sich trotz allem gelohnt, finde ich. Wir haben immer noch viel Zeug zum Verkaufen, wenn es notwendig wird.
Ja, die ganzen Dinger, die. Vielleicht sollte ich sie mal einsetzen, die Schwerter. Und sie dadurch besser machen. Zeichenintensität ist zum Beispiel sehr gut eigentlich. Ach Gott, nein. Wir sehen uns gleich wieder. Hey, wir sind wieder da und ja, das Spiel ist abgestürzt, wie es ab und zu oft vorkommt. Ha. Hoffen wir, dass es nicht nochmal hier vorkommt. In dieser Aufnahme. Okay, wir haben 15 Minuten uns bei dem Typi jetzt aufgehalten, habe ich gemerkt. Sorry. Karten spielen ist manchmal schon einfach so erregend. Das ist wirklich toll, Karten zu spielen. Schau mal, wir kommen hier tatsächlich rein. Wir sind immer ein ausgeklügelter Dieb, glaube ich. Ja, kriegen alles. Ist da jemand tot? Warte, erstmal klauen, bevor wir uns mit dem Toten befassen. Sonst muss ich mich schlecht fühlen, weil ich den Toten beklaue. Aber das will ich doch aber auch. Tote beklauen macht Spaß. Solange der Tote sich nicht wehren kann, wieso soll ich da. Na gut, da komme ich aber nicht hin. Weiß ich, wieso man Gegenstände hinter anderen Gegenständen verbirgt, die man dann aber nicht rankommt. So. Tabakpfeife. Der ist tot, oder? Stört aber Geralt schon mal nicht, dass er hier tot ist. Na gut, dann nicht. Wow. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Na gut, wir haben erstmal neue Gegenstände erhalten. Zum Beispiel dieses schlechte Schwert war. Und ein Streitbogen, den wir noch nicht benutzen können, aber ich weiß, den auch gar nicht benutzen will, ehrlich gesagt. Den wir auch einfach verkaufen. Willst du einen? Gerne, gerne. Zeig mir, was du hast. So, wir verkaufen dieses Schwert und diesen Streitbogen. Alles unverkäufliche. Warum auch immer. Bolzen. Hä? Na gut, so haben wir jetzt alles. Wir haben 41, so. Danke, leb wohl. Auf Wiedersehen. Unser Deck ist nebenbei so extrem gut geworden in Quint, glaube ich. Hast du viele von diesen? Also viel besser auf jeden Fall als vorher. Wie kann ich helfen? Achso, dich hatten wir schon. Hä? Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Klar, da bist du nichts wert. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig. Faucht bei jeder Gelegenheit. Okay. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Oh. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen? Oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Nein. nee, komm. Bequem, stabil und leicht reicht mir völlig. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben. Die Schmiede könnte aber noch stehen. Oh. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Der glaubt sowieso nicht dran, oder? Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Interessant. Danke und lebt ich wohl. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. So. Da haben wir gleich noch eine neue Quest bekommen. Gut, oder? Wartet, wir gehen gerade wieder in die falsche Richtung, kann das sein? Wir müssen da durch. So, haben wir ihn jetzt überall? Mögen die Götter dich schützen. Danke. Arme Leuchter.
Hast du mich gerade Armleuchter gesagt? Mögen die Götter dich schützen. Armleuchter! Bist ja freundlicher Mistkerl. Na gut. Oder waren wir hier schon? Bin mir nicht sicher, aber ich kann mich nicht daran erinnern, diesen Sack unbehelligt zu lassen. Hä? Okay, wow. Große Worte, die verwenden. Junge, die haben sich aber viel Mühe gegeben. Oder es sind hier wirklich einfach die größten Idioten aller Zeiten. Zack. So, ich hoffe, wir stürzen diesmal nicht sinnlos runter. Okay, das ist das Tor? Ja, endlich. Mal sehen, ob das Dorf diesmal wieder freundlicher zu mir ist. Ja, da ist schon mal eine offene Tür. Mögen die Zähne der alten Henne verfaulen, damit mein Mann sich von ihr fernhält. Kenne ich dich irgendwo hin? Wow. Pass auf, du Trampel! Sorry. Wir nehmen das hier auf. Boah, mich Trampel zu nennen ist schon... Versteck die Kinder! Ey, das war... Tut mir leid. Unabsichtlich. Ich dachte, ich hätte noch irgendwas gesehen. Aber du musst die Kinder nicht verstecken. Hast du überhaupt welche? Denn man redet nicht, man kann nur bedrohen. Was willst du? Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Klar. Der hat mich ausgesandt, euch arme Menschen zu töten. Na Quatsch. Aber er hat mich ausgesandt. Ach, egal, ihr habt da keine Angst mehr vor mir. Also interessiert euch das sowieso nicht. Meister Hexer, es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen in den Höhlen bei Mittelhain. Und haufenweise Monster, die sich dort herumtreiben. Und du willst, dass ich dorthin gehe? Hast du viele von diesen Bestien, du weißt schon. Was? Ich hab nichts mit Bestien am Laufen, tut mir leid. Tagebuch eines Schluckers stand da, oder? Ein Speckschluchz vielleicht? Speckschluchz. Heißt das so? So ein Speckschlucht? Nein, Speckschlucker? Ah, ich weiß nicht. So ein Schlucker eben, der Alkoholsäufer, Mann. Anderes Wort für Säufer. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe. Manchmal vergesse ich Worte, die ich ewig nicht benutze. Wie ja und Zoom klingen. Wirklich, Speckschlucht, Alter. Das Speckschluck. Der Spechtschluck vielleicht. Ja, irgendwas in der Richtung gab es bestimmt mal. Aber ich hab's vergessen. Oh, shit. So geht das. Die Götter mögen dich segnen. Ja, danke dafür, dass ihr mich vorhin ausgesperrt habt. Na, hier ist immer noch nicht alles offen. Jungs. Die Götter haben dich geschickt. Wer hat das gesagt? Wir sind einfache Leute. Wir wollen keinen Streit. Bist du dir da sicher? Das hier ist ein Stall. Okay. Die Götter mögen dich segnen. Danke. Oh. Eine Wasserflasche kostet immerhin über 23 irgendwas Gold, Orange, oder Kupferstücke einfach. Auf jeden Fall teuer und das Brot erst. Junge, sind wir hier in der, wie heißt das? Warum vergesse ich heute die ganzen Worte? Tja, also wenn, ihr wisst schon, alles sehr teuer wird, das Geld immer weniger Wert hat. Das hier, nicht Invasion. Instabilität des Geldes. Mann, verdammt. Inkasso, nein. Oh, vielleicht wisst ihr das ja. Vielleicht könnt ihr einem alten Mann, der immer wieder mal Worte vergisst, weiterhelfen. Ja, und ihn nicht wie einen Idioten dastehen lassen. Das wäre sehr freundlich. Bum, bum, dum. So. Hallöchen. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Nicht viel, nicht viel. Tod und Verderben, wie immer. Sonst ist alles okay, glaube ich. Und was hast du hier zu sagen? Haha, Tod und Verderben auch bei euch, das ist überall in der Welt so, keine Sorge. Tod und Verderben. Nichts ist hier, ja, das ist alles quasi beim Alten dann. Ja, man lebt eben, trotz allem. Trotz Tod und Verderbens. Wo geht's hier lang? Nirgendwo, oder? Ich weiß nicht, das sieht aus wie ein gemachter Weg, der uns irgendwo hinlotsen will. Hätte ich hier... Nee, sieht nicht so aus. Na egal, ich glaube nicht, dass man da durch könnte. Auch wenn wir ein Hexe sind. Na,
das? Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Verschwinde. Was meinst du, alle Gewinnspiele? Das schaffe ich locker irgendwann. Wir sind nämlich gute Spieler. Da, schwere Zeiten und so, hä? Ich verstehe das. Komplett hier. So, gibt's hier sonst irgendwas? Hallöchen. Zwei Zahnblüten, der letzte Wunsch. Eventuell lesen, machen wir noch eine kleine Lesestunde. Trockenfisch, ja, yam yam. Also ich glaube, wir sind gut versorgt für das nächste Mal. Hey, du. Hast du viele von diesen Bestien, du weißt schon. Ist das derselbe Mann? Scheintot. Beweg dich. Ich komme gar nicht zu Atem. Vielleicht hat mich letzte Nacht ein Wirkling erwischt. Ein Geist, meinst du? Zu viel gesoffen hast du. Das ist alles. Um den Krähenfels. Warte mal. Einen guten Tag. Hallöchen. Ah, hier ist abgeschlossen. Okay. Dann machen wir es schon so gut wie überall, glaube ich. Meister Hexer, es gibt eine Begräbnisstätte. Hast du viele von diesen Bestien? Mann, die reden alle irgendwie das Gleiche. Aber egal. Dann lass uns hier ein bisschen plündern. Kann ich das denn plündern? Das Alkohol, sieht nicht so aus, ob ich es plündern könnte. Obwohl es hier leuchtet. Ah, ich hasse es, wenn etwas leuchtet, aber wenn ich rankomme. Zum Beispiel hier, da. Oh. Sehr gut, warte mal, das müssen wir doch auch so angucken können. Hallo, du leuchtest immer noch, okay. Kann ich dich dann... Komm, Flaschen? Hallöchen, Flaschen. Nein, okay, dann nicht. Dann haben wir weiter Pech gehört. Alkohol ist und Zwergenschnaps. Yay! Bin ich sehr froh drüber. All dieser Stuff, Alter, Schwede. Das meiste brauchen wir doch gar nicht davon, oder? Das ist mal die Frage, wie viel? Hey, Weißkopf! Hey, nicht Weißkopf! Hat er keine Angst, wenn der Baron erfährt, dass jemand Schweinefraß stiehlt? Kenne ich dich irgendwo hier? Deine Augen sehen krank aus. Was würde er denn machen, wenn er wegen Schweinefraß? Ein Händler! Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Na, bist du günstiger als andere? Wir spielen ein bisschen Gewinn. Und weil wir jetzt sehr zuversichtlich sind, sofort auf 10. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genau. Ja, Mann. Okay. Starten wir das Spiel. Oh, ungefähr das gleiche Deck jeder. Schauen wir mal. Das war wieder Fernkämpfer auf nur eins setzen quasi. Aber wir haben zu viele Fernkämpfer, als ob das... 1, 2, 3... 4... Und ich will irgendwie nichts anderes wegschmeißen. Vielleicht die Vierer wegschmeißen. Ja, komm. Die Vierer brauchen wir nicht. Jetzt haben wir nicht den Vierer weggeschmissen, sondern den Sechser. Oh Gott. Das war mies. Sollen wir zwei Karten ziehen? Und was so? Den Vierer erstmal setzen, so. Ja, bevor seine Belagerung da. Ja, hat auch einen Vierer gesetzt. Freut mich für dich. Setzen wir den nächsten, den Fünfer. Ach, wir verbessern uns. So wie er sich verbessert hat. Hä? Und auch einen Fünfer. Du kopierst mich, oder? Kann das sein? Da, wir steigern uns nochmal um eine Zahl. Zack, 4, 5, 6. Und du? 8. Oh, das ist wieder ein großer Schritt nach vorne. Und da aber hier. Das ist jetzt, Belagerung auf 1 setzen. Hier, bam. Schon sind wir wieder stärker. Jo. Extrem dichter Nebel. Okay. 3 gegen 5. Das ist lustig. Dann würde ich sagen, wir setzen keine Fernkämpfer und keine Belagerungskarten mehr hin. Sondern nur noch hier starke Nahkämpfer. So wie er. Der hat auch alles, ne? Wir haben noch den als starken Nahkämpfer oder den. Oh, aber den will ich eigentlich nicht setzen. Aber... Komm, wir ziehen zwei Karten. Vielleicht hat er ja dann gewonnen. Da, jetzt können wir die beiden jeweils setzen. Das ist gut. Der Gegner passt. Okay, schauen wir mal.
Er hat seine Belagerung, haben wir und er die. Das Belagerung war nicht so viel wert, deswegen machen wir kurz mal und schauen, wie viel das jetzt steigt alles. Okay, war doch einiges. 10 und aber wir haben mehr. 6, 11, 15 war die Stärke bei uns. Achso, wir haben die auch freigesetzt. 15 gegen 19. Oh, das war doch mies von mir. Na gut, dann würde ich sagen, können wir die aber setzen. Und die hier. Sind dann bei 34 und haben gewonnen diese Runde. Haben eine Handkarte mehr als er und haben diese Combo hier. So, wow, Dreier-Kombo. Jetzt darf er nur nicht noch irgendwas haben. Dann haben wir eigentlich gewonnen. Allein das reicht schon, um zu gewinnen. 3 von denen? Wow. Seht ihr mal, 8. Mal sehen, das haben wir 3 Achter wahrscheinlich dann. Und zack. Wow, die verbessern sich nochmal. 36. Ja, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Das ist aber zu mächtig. 3 von denen verbessern sich alle dann jeweils. Oh, Alter. Ja, danke. Okay, wir setzen nochmal hier. Zack. Schaut, wie gut das Deck geworden ist. Das ist extrem krass. Das ist die Runde gewonnen, ja. 56 zu 8. Puh. Was kriegen wir? Kronen mal 20. Und die Karte Einschüchterer. Sehr schön. Wie wär's mit einem Kugapfel? Ja, zeig mir mal deine Waren. Zeig mir deine Waren. Wir haben bestimmt irgendwas. Brot von 9 jeweils. Boah, das wären ab 45, nur deswegen. 5. Ah, er hat Quintkarten. Für 50. Wow. Kampfreihen der Einheiten Belagerung. Stärke Einheitenkarten 5. Haben wir noch nicht, also gönnen wir die uns natürlich. Einheit. Enge Bindung. Toll. Die will ich nicht haben. Einheit Fernkampf. Stärke Einheitenkarten 2. Kostet 10. So, 2% Chance auf Bluten. Die verkaufen wir beide. So, dann können wir uns nämlich diese Karte auch kaufen. Die ist scheiße, aber die brauche ich trotzdem. Und die hier. Bam. Enge Bindung. Einheitenstärke 3. Nahkampf. Kasaurus Nifgard. Imperiale Brigade. Religion und Leben. 43. Ja, Bücher können wir auch mal kaufen. 2% Chance auf Einfrieren ist bestimmt auch cool, aber verkaufen wir. So, da verkaufen wir uns dieses nette Buch. Was ist das? Satteltaschen. Ne, ich glaube, ich habe gute Satteltaschen. Ja, dann haben wir hier alles eingekauft, was wir brauchen. Vielen Dank. Leb wohl. Leb wohl. So, wir schauen uns mal an, was wir hier überhaupt haben jetzt alles. Questmäßig haben wir Adelbert Kelmitz dritte Karte. Auf Anweisung von Professor Artimstein werde ich die Orte nicht weiter erforschen, an denen die Piktogramme der Katzenschule der Hexer gefunden habe. Diese Piktogramme sind identisch mit dem einen, das der Professor in den Höhlen unter der Tempelinsel entdeckt hat. Adelbert Kelmitz, Assistent der Naturgeschichte an der Akademie von Ochsenfurt. Natürliche Unklarheit von Flüchen. An meine liebe Freundin Philippe und Anna von Graf La Gouvre, Kulturminister des Königreichs Temerien, wie sie mal 1265. Wer da meint, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit den verfluchten Objekten verbringt. Da ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Vera Cruz Leon Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Einssein mit der Welt, rein von Harmonie zwischen Körper und Geist. Wow.
Krass, würde ich sagen. Da haben wir noch Religion und Leben, haben wir gerade gekauft. Sollen wir unser Leben der Religion widmen oder die Religion so auffassen, dass sie dem Leben dient? Es gibt so viele Schulen wie Philosophen, so viele Geschichten wie Menschen, ganz zu schweigen von Elfen, Zwergen, Halblingen, Gnomen und all den anderen vernunftbegabten Kreaturen, die Erfahrung mit seelischen Zwickmühlen haben. Ich, der ich nun über 120 Jahre überlebt habe, Wodka und Radieschen wirken Wunder, niemand lasse sich da etwas anderes erzählen, kann zuverlässig bekräftigen, dass es ausgeschlossen ist, jedem gleichermaßen zufriedenzustellen. Was dem einen zusagt, lässt den anderen Ach und Weh schreien und einen dritten zum Messer greifen, das von seiner bekannten kleinen Welt um Haaresbreite abweicht. Was also sollen wir tun? Wie sollen wir leben? Nun, ganz nach Wunsch, so wie es unserer Seele frommt. Und das Geblöke der Philosophen und Ethiker ignorieren wir auch. Ignorieren wir auch das in diesen Folianten, wie wir Legenden und Ammenmärchen ignorieren. Okay. Ja, wird alles zum Abschließen einer Quest gebraucht. Sehr schön. Hier haben wir nochmal dieses Buch. Tagebuch eines Feuerschluckers. Ich war Lokmuin, ja, auf dem Treffen aller Treffen. Wir hatten uns dorthin aufgemacht, die Kollegen aus meiner Truppe und ich, da wir wussten, dass dort ein Treffen der Mächtigen in den Ruinen stattfinden würde. Und immer, wenn sich die Großen versammeln, um eine besonders schwierige Angelegenheit zu besprechen, fallen für Männer wie uns unsere Darbietung einige Münzen ab. Denn die müden Münder müssen sich bei Gelächter und anderen einfachen Freuden schließlich wieder entspannen. Als Junge lernte ich bei meinem Vater, der mich mitnahm, damit ich vor Höfen und Versammlungen auf dem ganzen Festland jonglierte. Und jetzt, wo ich selbst ein Feuerschlucker bin, erzählte ich den Jungs von dem Treffen, sobald ich wusste, was sich in Lokmuin zusammenbraute. Er kam sofort mit unserem Wagen her. Ich bin kein Mann der Politik, aber diesmal konnte ich nicht weghören. Denn wir Temerier hatten gerade unseren König verloren und unsere Zukunft sollte bei diesem Treffen besiegelt werden. John Natalis war da, um unsere Interessen zu vertreten. Radovid ebenfalls. So damals noch ein junger Bursche, der aber bereits die Stärke eines grauhaarigen Leitwolfs ausstrahlte. Dieser Wolf schien sich die Lippen zu lecken, als ob er sich bei Temerium um ein herrlich reifes Stück Aas handelte. Also, als ob es sich, ja. Okay, der Rest war langweilig. Viele Gespräche über den Aufstand in Eldian und die Anführerin Saskia, die sich die Jungfrau nannte, aber ich hatte nie die Gelegenheit, diese Behauptung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Die Nilfgaarder hatten einen Gesandten geschickt, einen gewissen Schillard, und Magier waren anwesend, die davon sprachen, die Kammer und den Rat der Magier wieder aufzubauen. Davon kam ich nicht viel mit, denn ich konnte meine Augen von den ungewöhnlich zahlreichen Bewaffneten kaum losreißen, die bei diesen friedlichen Gesprächen anwesend waren. In Stahl gerüstete Männer umklammerten ihre spitzen Waffen und schritten in den Höfen der Ruinen auf und ab. Radovid hatte sogar den ritterlichen Orden der Flammenrose mitgebracht. Diese arroganten Schnösel, die jeden Vermöbel eine andere Ansicht ist als sie. Obwohl wir reich entlohnt wurden, blieben wir nicht bis zum Ende, um zu sehen, wie sich die Dinge entwickelten. Sondern beluden unsere Wagen und verließen den Ort schnell wieder. Als wir den Pass erklommen hatten, blickten wir zurück und sahen eine tiefschwarze Rauchsäule über Lokmuin aufsteigen. Deren Glück, denn ein Drachenangriff kam. Um alle zu richten! Für den Baron und so, Leute. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Ja, da hast du recht. Okay, er hat was gesagt. So, aber wer hätte das ahnen können, dass er direkt was sagt? Und das, obwohl ich. Teil 3, ja? Katzenschule, Ausrüstung und so. Geil. Wir haben mal Erfahrungspunkte einfach mal erhalten. Hallo. Quest abgeschlossen. Chris Zimmer. Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Ja, ja, weiß ich. Ja, weiß er natürlich. Er hat mich ausgesandt nach Hinweisen der Verbleib seiner Liebsten zu suchen. Ich hoffe, dir ist das nicht unangenehm. Kenne ich dich irgendwo hier? Ich weiß nicht. Du könntest mir helfen. Ich habe Probleme. Mögen die Götter dich schützen. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Oh Mann. Schon gehört? Der Hauptmann hat vom Baron eins auf die Mütze gekriegt. Ja? Schon gehört? Der Hauptmann hat vom Baron eins auf die Mütze gekriegt. Wie die mit mir reden. Schon krass. Der Wald kennt das Unglück. Die hat unseren Krankenhäuser Essen gebracht. Die war hilfsbereit. Vielleicht hat er sie im Zorn erschlagen und im Wald verscharrt. Oder einer seiner Banditen? Wer weiß? Wer weiß? Okay. Also die Bauern sind Bauern. Ach, hier waren wir doch schon drinne. Das war das einzige Gebäude, was wo wir rein konnten. Das war lustig. Ja, ja, ja. Kinder und ihre lustigen Reime in dieser Welt. Da wird einem immer warm ums Herz, oder? Ja, für die Kinder sind ja nicht gruselig und so. Nicht geisteskrank teilweise. Oder könnte man zumindest denken, dass sie das sind.
Naja, kein Wunder, wenn sie immer mit Tod und Unzufriedenheit und andere Gemeinheiten in diese Welt konfrontiert werden. Die haben ja kein normales kindliches Mama Leben. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Okay, und du sollst nicht Steine auf irgendein Haus schmeißen? Was ist mit deinem Gesicht passiert? Oh, hallo. Gut, Leute, wir haben auch dieses Dorf endlich geschafft. So, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ich die Folge gewonnen habe. Ein Däumchen würde mich freuen. Und nächste Folge gehen wir direkt zum Weidelers. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß und tschüssi.